gleich vorneweg, das Video hat mich ein paar graue Nerven und ein paar graue Zellen gekostet. Ich habe ja öfters mal Videos über das Thema Backup gemacht, habe ein paar Softwarelösungen getestet, ein paar waren gut, ein paar waren schlecht, aber der Elefant im Raum ist ja immer noch die Windows-Backup-Lösung, denn Windows 10 liefert ja, oder Windows 10 Pro, glaube ich, liefert ja eine Backup-Lösung mit. Nicht nur eine, sogar zwei, weil man möchte es ja möglichst verwirrend machen, ist ja klar. Also packe ich zwei Lösungen rein. Tut mir leid, wenn das jetzt so ein kleiner Rant wird, aber das liegt irgendwie an der Videovorbereitung. Es liegt nämlich daran, dass hier nämlich File History oder Dateiversionsverlauf zu Deutsch einmal gibt und das andere heißt Backup and Restore. Das erste ist ja schon mal, dass Dateiversionsverlauf für den normalen Nutzer ein Begriff aus der deutschen Bürokratie sein mag, aber nichts mit einem Backup zu tun hat. Also es ist schon mal von der Kommunikation her ein völlig bescheuert gewählter Begriff. Aber okay, wollen wir uns jetzt nicht daran stören. Ich gehe jetzt hier auf File History, habe mir jetzt hier ein schönes Backup eingerichtet und da steht ja, welche Ordner gesichert werden. Ja, was will ich jetzt aber sichern? Naja, ich will aber eigentlich meinen ganzen C-User sichern, weil da ja zum Beispiel der Ordner App Data drin liegt und da sichert Outlook zum Beispiel seine Datendatei rein. Wie mache ich das? Ja. Ja, hier auf jeden Fall nicht. Na, Advanced Settings gibt's noch, da kann ich auch nichts festlegen. Da kann ich nur festlegen, wie oft das Ganze passieren soll, ne? Jede Stunde, ja, wie auch immer. Aber ich kann hier nicht festlegen, welche Ordner noch rein sollen. Also ich habe hier eigentlich fast schon bei der Videovorbereitung aufgegeben, weil ich nicht gefunden habe, wo ich jetzt die Ordner definieren kann, die damit in die Sicherung sollen. Ansonsten kann man hier auch gar nicht so viel einstellen. Zum Beispiel kann man auch bei der Versionierung keine smarte Lösung machen. Also der behält wirklich stumpf alle Versionen und differenziert nicht nach irgendwie, wie alt ist die Version und halte ich vielleicht für eine ein Jahr alte Version nicht für jede Stunde eine neue Version vor, sondern löscht das so ein bisschen differenziert. Das spart Speicherplatz und man hat trotzdem immer noch Rückgriff auf ältere Versionen. Ja, das ist also mal das eine, was mir daran nicht gefällt und ist natürlich ein absolutes No-Go, da keine Ordner hinzufügen zu können. Ja, kann ich aber trotzdem. Nämlich, wenn ich hier nochmal auf Start gehe und Backup eingebe, da heißt es dann auch tatsächlich Backup Settings und nicht mehr File History, okay? Also Backup Settings, dann komme ich auf dieses Menü hier. Ja, sieht jetzt nicht besonders spannend aus, wo soll ich denn jetzt hier Ordner hinzufügen können? Ja, wenn man auf More Options geht, bearbeitet man das identische Backup. Also wir bearbeiten genau das hier. Hier sind die 3 Stunden eingestellt, die wir vorhin auch gesehen haben. Also wir bearbeiten genau dieses Backup hier. Und zwar kann ich das in zwei Oberflächen bearbeiten. In dieser komischen Metro-Oberfläche und hier einmal in der normalen Systemsteuerungs-Oberfläche. Ja. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich in der Metro-Oberfläche auf einmal Ordner hinzufügen kann. Ja, nämlich mit Add Folder. Hier habt ihr schon gesehen, hier habe ich den Ordner C Users mitgenommen. Was mir jetzt gerade nur auffällt, das ist hier natürlich dann wieder, oh, es gibt's nicht. Also nächstes graues Haar ist mir gerade gewachsen. Also wenn man hier mal schaut, Copy Files From, tja, da ist jetzt eigentlich gar nicht angezeigt, was hier alles steht. Das ist also falsch sozusagen. Wenn man hier mal schaut, ja, der sagt hier Libraries. Also mit Libraries meint er sowas wie Pictures und so. Deshalb ist das jetzt hier nicht separat aufgelistet. Aber viel wichtiger ist ja, dass ich hier C-Users mal reingenommen habe. Und das steht hier gar nicht. Also das ist also quasi noch falsch, was hier steht. Also es ist wirklich der Hammer, was Microsoft sich damit wieder mal geleistet hat. Also das könnte zwar funktionieren, das Ding, aber ich würde da auch die Finger von lassen mit solchen groben Schnitzern in einem Backup-Programm. Ja, das ist wirklich nicht zu empfehlen. Zudem weiß ich hier überhaupt nicht, was passiert, wenn ein Backup verpasst wird. Eine Fehlermeldung bekomme ich irgendwann, das ist aber relativ intransparent, nach welcher Zeit. Das entscheidet irgendwie Windows selber. Also nicht jedes verpasste Backup gibt gleich eine Fehlermeldung, sondern nach ganz vielen verpassten Backups wird dann irgendwann mal eine Fehlermeldung gezeigt oder so. Ob das nachgeholt wird, keine Ahnung, kann man nicht einstellen. Also völlig verrückt eigentlich, was da ja als Backup bezeichnet wird. Hier gibt's ja auch nochmal diese Option mit diesem Backup und Restore für Windows 7. Da springt er mir dann tatsächlich hier rein. Warum würde ich das nicht empfehlen? Genau das gleiche Problem. Da kann ich auch wieder nicht transparent sehen, wann ich eine Fehlermeldung bekomme. Backups werden auch nicht nachgeholt, wenn sie verpasst wurden. Zudem ist das ein sozusagen Legacy, ja, Teil, das da noch in Windows 10 rumhängt. Also es ist ja für Windows 7 gedacht, wie es hier schon steht. Und man weiß halt auch nicht, wann das rausgepatcht wird. Also da kann man sich dann auch nicht drauf verlassen, dass das in Zukunft auch noch funktioniert. Deshalb ist mein Tipp nach wie vor, schaut euch nach einer vernünftigen Backup-Software um, könnt euch ja auch mal meine Videos anschauen. Ich verlinke euch natürlich auch ein paar Informationsseiten darüber, aber das Windows 10 integrierte Backup würde ich nicht benutzen, auch wenn es theoretisch geht, auch wenn man die Ordner hier hinzufügen kann, aber ein Backup, das mir einfach Quatsch anzeigt,
dem vertraue ich nicht meine wichtigen Daten an.